Sieht jetzt nicht so spinnenmäßig aus hier. Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter. Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen. Beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Wenn ich einen Röpser, hat sie drauf. Dann gucken wir mal, was sie kann. Sie ist auf jeden Fall groß. Jetzt siehst du. Wieso kann sie so Teleportationssachen? Was ist denn los? Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Sie spielt mit dir, Reiter. Erledige sie. Ja, danke für den Tipp. Halte still, Kleiner. Kannst gar, teilweise gar nicht so schnell ausweichen. Halte still, Kleiner. Ja, wenn man hin und her ausweicht, bringt das auch nichts. Nee, nicht so richtig. Okay, okay, cool, cool. Halte still, Kleiner. Schlitz, 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 Schlitz. Ah! Halte still, Kleiner. Okay, sie macht neue Dinge. Ich glaube, ich habe sie in ein neues Stadion gebracht. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Will ich überhaupt so eine creepy Spinne wie dich hören? Du hast deine eigenen Babys, wenn du Hunger hast. Glaube ich. Nicht. Entschuldigung, männlicher Schrei. Es wird bald zu Ende sein. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ja, du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Haben sie hier zumindest rumgejammert. Aua. Vielleicht sollte ich mich gleich mal meine Form wandeln. Ja, halte still, Kleiner.
Boah, voll durch den Spinnensack geboxt, gespießt. Samael wartet schon auf das letzte Herz? Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Ich weiß nicht, aber mein Schwert blutet und sieht cool aus. Oh Gott. Mach doch nicht sowas. Der Anfang ist immer so mies. Sein, Dankeschön. Okay. Kiste. Oh, da war noch ein Dings, ein grünes. Ja, wäre es auf jeden Fall. Den nicht gerade gewechselt in dem Moment. So, müssen wir noch mal ganz kurz da hinten die Kiste holen. Warum? Weil ich es will. Das sind aber Fancy-Pilze, wenn da Seelen drin sind. Vielleicht dienen auch Menschen den Pilzen als Futter. Sie wachsen und gedeihen können. Nee, ich glaube, das ist nicht der beste Weg dahin. Nee. Einmal kurz zurück. Kurz mal merken, dass wir hier gleich wieder hin müssen. Ist so. Loot ist wichtig. Die beiden großen L, looten und leveln. Bla, da ist der Klopfschniepel. Lass mich in Ruhe, ich will jetzt wieder zu tun haben, ihr blöden Spinnen. Ey, hör auf die Spinne zu treten, wir müssen gehen. So, jetzt müssen wir nochmal hoch. Nachdem wir ihn hier getreten haben, eigentlich. Zum Glück haben wir so richtig krasse Sicherheitsschuhe an, wo einfach nichts durchgeht, sonst hätten wir einfach diese Spinnzähne im Fuß stecken gehabt. Ne, das ist auch noch nicht der richtige Raum. Das hier ist der richtige Raum.
Wie, das ist echt nur Blödsinn drin. Ja, toll. Okay. Cool. Ja, also, falls wir irgendwann mal eine Heal Potion brauchen, haben wir jetzt eine. Oh, wollen wir wieder zurück. Sie hat mir quasi ihr Herz ausgeschüttet. Naja. Ja, ihren Spinnenarsch. Hä? Komme ich denn hier zurück? Ah! Okay. Ich kann hier einfach wieder ins Loch reinspringen. Nee, das war dumm. Oh, da ist der Schädel mit mir gerollt. Ah, okay, so war das mit der Kiste, alles klar. Kiste, 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 Kiste. Ich finde immer super, wie das Schmerz, aussieht. Diese legendäre Verzauberung. Hui! Okay, das ging fast in die Hose. Und wenn Dinge in die Hose gehen, ist es meistens unschön. Ich kenne niemanden, der sagt, yay, voll in die Hose. Oder ist jemand von euch so einer? Okay, ja, okay, das ist... Sowas kann... Ja. Okay, aber es wären trotzdem... Ja, 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 okay, ja. Doch, hast du gut, ja, erkannt. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das auch positiv ist, sein kann, unter Umständen. Hm. Das ist für mich so realitätsfremd, deswegen wäre ich da nie drauf gekommen. Und jetzt spießen wir uns auch noch auf.
schwinge. Ich schwinge. Turbo. Turbo, Turbo Pony. Pony-Katapult. Aschelland. Schland! Eigentlich auch irgendwo ein Händler in der Nähe, dass wir hätten schnell reisen können. Ghostwriter, bist du das? Ja, fast. Nur mit Schwert heute. So, mein Fuß ist gerade eingeschlafen und ich muss pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Und wir gucken, ihr könnt euch ein bisschen angucken, wie das Schwert hier vor sich hin blutet. Ich habe eine Katze geboren. Was machst du denn? Wieso lehnst du dich denn so da bei mir an? Ich wollte die Kamera zoomen. Was machst du? Du gehst jetzt nicht weg, Katze. Ich muss die Kamera rauszoomen, Katze. Da bist du elegant wie je und je. Ja, fast von den Armen den abgerutscht. Ist Lilly. Lilly will noch mal ein bisschen ins Mikrofon schnurren. So viel Speicher, wie die Katze das dann verteilt hat, auf jeden Fall. Ich glaube, man hört sie ja so. Moment. Ich mache mal kurz die Musik aus, vielleicht hört man sie dann besser schnurren.
sind 3 Bücher. Genau, ich habe gerade alles an Musik und Gedöns ausgemacht. Vielleicht, dass man die komische Katze hier schnurren hat. Ja, Kiba, wow. Lilly macht jetzt Show. Lilly, bleibst du hier? Ich gehe dann erstmal die nächsten 1,5 Stunden. Das läuft bestimmt super. Schnurren ist viel besser als Musik. Ja, Lilly. Wollen wir ja gleich weiterspielen, oder? Oder willst du noch ein bisschen Show machen? Oh. Hallo. Wo kommen Sie denn her? Da ist aber jemand nicht ganz einverstanden mit der Situation gerade. Kiba. Okay. Guck mal, Kiba schlängelt sich hier ganz vorsichtig durch, dass er nichts berührt. Ist ja Wahnsinn. Und Lilly würde einfach durchgehen und alles umreißen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und Kiba hat nicht ein Kabel berührt. Ist der Wahnsinn. Boah, so, dankeschön. Ja, Tomb Raider ist aktuell auf Steam kostenlos. Der erste Teil und geht's hier richtig los. Sind wir 2 Kitties. Ja. Okay, Lilly geht auf Tauschstand. Lilly hat den kompletten Tisch hier vorne angesabbert. Das ist so eine richtige Sabberspur. Okay, Kiba muss auch wieder los. Ja, Lilly ist irgendwie unter dem Tisch gespawnt oder war sie auf einmal hier und dann wollte sie Show machen. Hat sogar hier 65 Bits verdient, die kleine Kitty. Heißt wieder, gibt Leckerlis. Ja, Lilly legt sich jetzt in ihr Regalfach. Oder auch nicht? Sie sieht sehr unentschlossen aus. Sie weiß nicht, was sie tut. Okay. Sie ist wieder da. Weißt du, dass du Tomb Raider in VR spielen kannst, aber das macht doch wenig Sinn, oder? Ne Muschi. Ja. Hast gerade verpasst hier. 10 Minuten Lilly-Streichelung. Na, hast du verpasst. So, Plopp, alles wieder an. Wird's Name? Da ist ein Hinterhand in der Kamera. Oh, nackter, entblößter Po war da. Ja, aber wir haben ja jetzt, wir haben ja gerade hart Twitch Money gemacht, weil Lilly ja am Start war. Easy für mich, Twitch Money. Die Zeit kann ich mit Lillys Twitch-Einnahmen überbrücken, ganz, Silita, gar kein Problem. Habe ich gebraucht. Wie schade. Aber vielleicht hast du Seelen, um meinen Kummer zu lindern.
Joa, zeig mal, was du so hast. Bist du den weiten Weg gekommen, um meine Zeit zu vergeuden? Nein, es fehlt ein bisschen was. Ab ins Schlangenloch und der blühende Geigenturm, der ist viel näher dran. Warum sind wir eigentlich da mal durch die Hütte gelaufen? Jetzt hätte das durch die Hütte laufen Sinn gemacht, weil da ja noch die eine Truhe war, die ich hätte mitnehmen können. Machen wir gleich, wir bringen erstmal das Herz weg. Der beste Händler ist immer noch der Resident Evil 4 Händler. Unumstritten. Definitiv, Resident Evil 4. Brennender Geigenturm. Nee, der glühende Geigenturm. Sei gegrüßt. Hallo, was war da? Tschüss. Gut, die haben also Samael im Schach gehalten. Ist mir egal. Ist auch richtig was los wieder. Also Happy Feet hat er nicht mehr. So, komm, hopp, reiter. So, mit dem machen wir die Großen ein bisschen kaputt. Ist das alles? Und du bist tot. So. Dämonenfusionen werden einfach nicht mein Business. Welcome, Stranger. What do you boink? Boink, boink. What do you boink, boink? What do you boink, 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 boink? Oh, er wartet schon sehnsüchtig auf das letzte Herz. Ja, ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Oder wenn man sehr schreckhaft bei Resident Evil unterwegs ist, dass man dann aus Versehen die Händler, Handy, den Handy umbaut. Ja, die Handyhändler umbaut. Den Händler killt. Na, schauen wir mal, was. Der kleine große. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen. Und du wirst ihn bekommen. Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon, kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft. Nun, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Wir werden uns wiedersehen. Ist rot-gelb, geht wahrscheinlich zur Goldene Möwe. Okay, jetzt können wir die anderen Sachen noch nicht holen, okay. Ach, gehen wir den langen Weg.
Also ich finde die Synchro auch gut. Aber ich bin auch nicht so ein Synchro-Kritiker. Bei The Witcher 1 und 2 war sie ein bisschen holperig, das kann man einfach. Der beste Synchronsprecher in Witcher 2 war der Ziegelbrennerer.